Hey Leute, ich bin's, Clemens, von einem Familienfreund. Ich werde mich gleich mal mit André treffen, aber vorher muss ich mir vorher noch mal ein bisschen was zu essen machen. Steht schon auf dem Herd. Kann auch sein, dass in den nächsten Tagen nicht mehr ganz so viele Videos kommen. Wegen dem Wetter. Wir werden versuchen, so oft wie möglich noch Videos zu machen. Also bleibt dran, Leute. Bis dann. Die Ampel war ganze 4 Sekunden grün. Das war richtig angenehm, rüber zu gehen. So, wie auch immer, wir sind auf dem Weg in die Halle Hamburg. Das Parkour Creation Center kennen sicherlich viele. Wir wollen uns mit Clemens treffen. Der wird in wahrscheinlich 15 Minuten am Hauptbahnhof sein. Also da hinten ungefähr irgendwo. Und ich lade jetzt schon mal alleine los, mache mich ein bisschen warm und freue mich auf ein angenehmes Training mit ihm. Da machen die Fotos. Da oben. Oder sie planen einen Anschlag, ich bin mir noch nicht sicher. Entweder das ist ein Fotostudio oder sie machen da Bombenexperimente. Was meint ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare. So, ich bin jetzt auf dem Weg zur Halle. Ich bin gleich da. Denke mal, ich werde dann gleich André treffen. Dauert nicht mal lange. Heute auf jeden Fall mal ein bisschen entspannteres Training. Hoffentlich. Wir hoffen einfach mal, dass es heute nicht ganz so voll wird. Grüße gehen raus an die Deutsche Bahn. Danke für den Lärm in unseren Videos. Auf jeden Fall ist es super cool, was die Leute hier innerhalb von wenigen Monaten aus dem Oberhafen gemacht haben. Richtig viel Kunst, Kultur, die Halle natürlich. Aber auf jeden Fall lohnt es sich immer mal hier vorbeizuschauen, weil egal was man hier macht, egal wo man lang geht, man findet immer irgendwas Cooles Neues. Clemens kommt gleich noch. Du bist jetzt im Video. Möchtest du jemanden grüßen? Fick dich, Clemens. Michael Schade, Instagram, einfach mal liken. Ich mache jetzt mal das Gimbal fertig. Dann können wir vielleicht mal ein bisschen smooth Aufnahmen mit dem Gimbal machen. So sieht das gleich mal aus. Und fertig ist die Kiste. Hatte ich ja gesagt, wir wissen noch nicht, was das Thema ist. Wir machen einfach irgendwie ein bisschen random Scheiße. Mal lang. Meine Challenge war, die Idee zu haben. Also. Wie kann man die Kiste? Hier lang. Hier rund. Hier rüber. Das hier muss aber vorsichtig gemacht werden, weil das dünnes Holz ist. Challenge! In den Tree darüber. Das kriegt er besser hin. Hui. Ein wildes Alan gesellt sich zur Challenge. Du nimmst, glaube ich, lieber die Seiten hier, ne? Ja. Weißt du, André ist wenigstens so mutig. Digga, mutig. Hast du dir mal angesehen, wie doll das hier durchbiegt, wenn André sich da drauf? Ich habe miterlebt, wie das durchgebrochen ist. Ich auch. Ah, komm mal her. Letztes Mal nur erwähnt. Dieses Mal im echten Video. Hallo. Der allerechte. Hast du unsere Verlinkung mitbekommen? Welchen Bruder? Hab ich nicht. Was meinst du? Wir haben ein Video gemacht, dann waren wir so im Supermarkt, haben wir einkauft, so Vlogs da. Ich so, ja. Digga, die neuen Chias haben. Grüße gehen raus, hab ich die Chia. Und dann ja. Ja. Ich so, willst du mir mal zeigen? Ja. Also, zeig mir mal. Kann ich ehrlich. Noch nie an der harten Wand gemacht. Allererstes Mal für ihn. Gleich nochmal, André. Letzter Versuch, Nummer 3.
Okay, 3 Versuche. Heiß gestanden. So, Andres Verbesserungsvorschläge, die von Chia kommen. Instant geiler. Ersten beiden Striden, dann müsst ihr hier nicht auf der Kante laufen. Ja, gerade drüber, sag ich dir. Ja, ich mach's mit 1, 2, 3 hast. So langsam tun mir richtig meine Füße weh. Bei den ganzen Armsprungversuchen und irgendwann so gegen die Wand gelandet. Richtig toll. Deswegen macht er jetzt Castaways. Los. Der war so sauber. Das sieht nach einem kaputten André aus. André hat sich jetzt mal auf eine andere Position gegeben, damit er einfach mal seinen Kraftback auf einer anderen Höhe probieren kann. Ich sag, das hilft ihm einfach mal dabei, seinen Kraftback ordentlich zu üben. Mal sehen, was daraus wird. Guckt er sich die Grube an, wenn er da hinten hinspringen will. Ich verstehe nicht. So, ich werde jetzt noch mal ein bisschen Swing anüben. Kriege ich nicht. Ha! Geschafft! Also André muss nur noch, anstatt da hinten zu treten, vorne an dem weißen Stück treten. Dann kriegt er das auch hin. Zweiter Versuch von Andres Tic-Tac-Armsprung. Jetzt soll er erstmal den Armsprung zurückprobieren. Ah, John muss jetzt auch direkt erstmal probieren. Ja, Mahlzeit. Ich sage, bis auf die Tatsache, dass ich ohne Brille nichts sehe, aber... Finn zieht einfach direkt durch, pass auf, Finn. GoPro Pass. Schnieke. Das war ein GoPro Pass. Ja. Das war Clemens. Ich würde sagen, das war's für heute in unserer Halle. In die Halle. Genau, wir kommen später irgendwann nochmal wieder, nicht mehr heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Wie immer, wenn ihr mehr von uns scheiß Spacken sehen wollt, lasst ein Like da, abonniert einfach ganz gerne mal. Und schaut auch unbedingt mal auf unserer Facebook- und Instagram-Seite vorbei. Einfach kurzes Like da lassen, kostet euch nichts, uns macht's eine Riesenfreude. Haut rein, train safe.